Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meiner Meinung zum Spiel 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Ja, der 1. FC Köln verspielt wieder eine Führung. Der 1. FC Köln schafft es nicht, in einem bedeutsamen Spiel die 3 Punkte endlich mitzunehmen zu Hause. Wie zufrieden bin ich? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ja, wir legen direkt mal los mit der Startaufstellung, denn da gab es Veränderungen. Das hatte Steffen Baumgart ja auch schon angedeutet in der Pressekonferenz. Aber was ich nicht erwartet habe, ist, dass zum Beispiel ein Dominik Heinz gespielt hat und ein Steffen Tigges. Ich hätte jetzt auf der Verteidigungsposition auf der linken Seite, wenn man Paccarada wirklich rausnimmt, hätte ich einen Max Finkgräfe hingepackt und vorne, wie gesagt, vielleicht dann Luca Waldschmidt vorne. Zehner wäre dann bei mir Marc Uth gewesen. Der hat auch von Anfang an gespielt. Das war ja auch schon vornherein eigentlich fast klar. Da hätte ich schon noch ein bisschen was verändert. Aber gut, ich dachte, komm, hauen wir jetzt einfach mal rein und vielleicht klappt es ja. Ja, die Anfangsminuten waren wirklich nicht schlecht beim 1. FC Köln. Luca Waldschmidt mit der ersten dicksten Möglichkeit. Wie gesagt, Luca, die darfst du auch gerne machen. Also da hatte der FC schon die ersten guten Möglichkeiten. Und wo sie definitiv hätten 1-0 in Führung gehen können. Die Führung allerdings, die passierte dann in der 16. Spielminute durch Linton Meiner. Ja, und da war eben das, was ich ja auch schon im Vorbericht gesagt habe, beim lieben Dennis, aber auch bei mir in meinem Vorbericht, dass wenn wir früh in Führung gehen, und ich finde 16. Minute ist schon noch relativ früh, dann kannst du das Stadion mitnehmen. Und das Stadion war sowieso von Minute 1 da. Aber dann, als das Tor gefallen ist, dann waren wir wirklich richtig da. Und da dachte ich, komm, jetzt geht was. Jetzt können wir hier noch das zweite machen und so. Nichts davon war zu sehen leider. Gar nichts. Denn nach dem 1-0 haben wir meiner Meinung nach abgebaut, haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Und deswegen konnten die Augsburger in der 25. Spielminute einfach durch unseren 16er durchmarschieren und dann auch das 1-1 machen. Und man muss wirklich sagen, wenn man die gesamte 45 Minuten sieht, dann ist das absolut verdient gewesen. Zumal man muss sagen, dass wir Glück gehabt haben, dass wir nur 1-1 in die Pause gingen. Denn, wie gesagt, nach dem 1-1 war Augsburg nur am Drücken. Also die haben nur gespielt. Wir haben Glück gehabt, dass wir da nicht noch das Gegentor kassiert haben, denn die Augsburger hatten auch da schon sehr gute Möglichkeiten. Naja, auf jeden Fall ging es dann in die Pause und ich habe dann noch zu allen rumherum gesagt, die da waren, jetzt müssen wir weiter Gas geben, jetzt müssen wir vor allem an die ersten Minuten denken, wie wir da aufgetreten sind und so müssen wir jetzt auch in der zweiten Halbzeit auftreten. Genau das, was wir, wie gesagt, vorher gemacht haben. Machen wir auch, wir treten weiter so auf. Allerdings, das einzige Problem ist heute wirklich gewesen ist, wir haben keinen Stürmer. Wir haben keinen Stürmer. Ein Steffen Tigges hat, glaube ich, keinen einzigen Abschluss gehabt. Ein Davy Selke, der danach reinkam, war der dabei? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Also wenn Michael Trippel nicht gesagt hätte im Stadion, neu in die Partie kommt Davy Selke, hätte ich nicht gewusst, dass der dabei war. Also den habe ich leider überhaupt nicht gesehen. Es ist zwar traurig, aber es ist so. Ja, also es war keiner vorne, wir haben wieder viele Flanken geschlagen, aber leider kamen die überhaupt nicht an und das ist einfach ein extrem großes Problem, was wir nicht jetzt über heute hatten oder über gestern oder über vorgestern, sondern leider schon über die gesamte Saison sich zieht. Ihr merkt, ich bin ein bisschen heiser, denn gerade die letzten Minuten, wo wir eben immer und immer wieder nicht das Tor getroffen haben. Ihr werdet es im Stadion-Vlog sehen. Der kommt übrigens auch morgen um 12 Uhr online. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da habe ich natürlich auch das ein oder andere Mal rumgeschrien, aber eben auch meine Mannschaft supportet. Vielleicht, um dann doch nochmal das 2-1 zu erzwingen. Leider blieb es dabei allerdings. Es war so, dass wir keinen Punkt, oder doch, wir holen ja einen Punkt, aber keine 3 Punkte mitnehmen aus diesem wichtigen Spiel. So. Mainz gewinnt auf einmal 2-0 gegen Leipzig. Ja, und jetzt sind wir wieder auf Platz 18. Jetzt sind wir wieder ganz unten und wir spielen gegen Augsburg kein schlechtes Spiel. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, aber es war eben auch nicht gut genug, um da 3 Punkte mitzunehmen. Und deswegen bin ich wiederum enttäuscht, weil ich heute oder auch allgemein die Wochen davor auch gesagt habe, gegen Augsburg müssen wir 3 Punkte holen. Und ich setze mich auch wieder hier hin und sage, nächste Woche gegen Bochum müssen wir wieder 3 Punkte holen. So, und wenn wir dann wieder keine 3 Punkte holen, ja, dann wird es irgendwann einfach zu eng. Weil, wie gesagt, Mainz gewinnt gegen Leipzig, wo wir letzte Woche noch 6-0 auf den Teppich gezogen wurden. Ja, die gewinnen jetzt 2-0 gegen Leipzig. Und wir gewinnen zwar da nicht, so, aber schaffen es eben auch nicht, gegen Augsburg
zu gewinnen im eigenen Stadion, wenn du 1-0 führst. Und das ist einfach das Problem. Und deswegen bin ich einfach mal wieder enttäuscht vom ersten FC Köln, weil wir es einfach nicht schaffen, 3 Punkte mal mitzunehmen. Klar, gegen Gladbach, das war wirklich gut, aber auch da haben wir auch viel Glück gehabt, sei es entscheidungsmäßig. Ich meine, war alles richtig am Ende, aber trotzdem. So, und wie gesagt, du schaffst es einfach nicht gegen Augsburg, wo man sagen muss, das musst du gewinnen in der Situation, in der wir zurzeit sind, musst du damit gewinnen. Klar, musst du da gewinnen. Ich meine, klar, die Augsburger sind absolut zufrieden mit dem Punkt, wäre ich auch. Ich meine, die sind 10. haben jetzt, glaube ich, jetzt wirklich die 12 Punkte. Vorher hatte ich ja gesagt, dass sie 11 haben. Oder hatte vorher gesagt, dass sie 12 haben. Jetzt haben sie wirklich 12. Wie gesagt, die sind natürlich absolut zufrieden. Absolut, wäre ich auch. Also, wenn wir die Punkteausbeute hätten, würde ich auch sagen, guten Punkt in Köln vor allem, dann nehmen wir mit, ne? Aber wie gesagt, als Kölner muss man wirklich sagen, bin ich sehr enttäuscht. Denn für mich ist es kein gewonnener Punkt in dem Sinne, sondern eigentlich 2 verlorene Punkte. Aber wie gesagt, schreibt unbedingt auch eure Meinung dazu in die Kommentare. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann abonniert auch gerne den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Wie gesagt, der Stadion-Vlog kommt morgen online, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, wie gesagt, ich bin leider sehr, sehr enttäuscht über dieses Ergebnis. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao.